Hallo zusammen. Heute möchte ich euch gerade was zeigen, wie ich Ustrasana, diese Kamelpose, praktiziere, dynamisch. Ja, und zwar, also Ustrasana mit den Füßen lang oder mit den aufgestellten Zehen, wo du an die Füße gehst, das Brustbein hebst, den Nacken, den Kopf, diese Haltung, wo du dann auf den Füßen bist, so das. Lass die Zehen ruhig aufgestellt und wir werden jetzt dynamisch das Ganze machen. Und zwar, du drehst dich, schiebst das in dem Fall meine linke Hüfte nach vorn und geh mit der linken Hand an die linke Ferse, Handteller auf Ferse, dann drückt die linke Hand auf die Ferse und du hebst das Brustbein. So, das ist die erste. Du kommst da raus. Und dann das gleiche, ne? Rechte Hüfte, schau dahin, Handteller auf Ferse, drücken, Brustbein und versuch hier von der Schulter wegzugehen und die Hüfte nach vorn. Es kann sein, dass es auch an den Zehen ein bisschen zwickt. Okay, das ist so die erste Bewegung. Also, das Ganze nochmal. Hüfte links. Du schau dorthin, drück. So, jetzt geht der Blick auf die rechte Hand. Und die rechte Hand hängt. Die geht hoch. Hoch in die Länge. So weit wie es für dich möglich ist. Wobei das Becken. Und dann lass den Ellenbogen. Schau auf den Ellenbogen. Das zieht dich aus der Haltung heraus. Und der Ellenbogen zieht dich aus der Haltung heraus. So bleibst mit dem Blick auf der rechten Hand. Die rechte Hand geht auf die rechte Ferse. Du drückst hinein, geh dann mit dem Blick auf die linke Hand. Und lass die linke Hand hoch, nach hinten. Ellenbogen, der zieht dich da raus. Du bleibst mit dem Blick auf den linken. Bis du hier den Druck aufbauen konntest, um wieder in die rechte zu gehen, in die Länge und Ellenbogen zieht dich zurück. Rechts, rechte Ferse, Schulter, linke Hand, zieh und zurück. Ja, das mach ruhig zehnmal. Dann die Knie sind so aufgestellt, du ziehst die Knie nach innen, versuch die, ne, die Knie, als wenn du sie zusammennehmen wolltest, diesen Druck nach innen zu generieren. Und währenddessen du das jetzt drückst nach innen, kippst du dein Becken und lässt dich nach vorne rollen. Becken, Knie und hängen lassen. Kopf hängen lassen, Becken, Knie zusammendrücken. Schön halten, dass du merkst, die Adduktoren müssen arbeiten. Und locker. Nächster Schritt, Füße lang. Das gleiche mit langen Füßen. Wenn das erstmal nicht funktioniert, wenn deine Knie auch noch Schmerzen hat, hilft es, die ein bisschen abzupolstern. Vielleicht mit einem Kissen oder sowas. Es braucht immer ein bisschen Druck.
aber nicht zu viel. Man kann es nachher auch auf Holz machen, weil die Knochen brauchen einfach auch diesen Support, um neue Verbindungen in den Knochen bilden zu können. Okay, so. Rechte Hand, rechte Ferse ist jetzt tiefer in die Ferse, Brustbein, linke Hand. Strecken, 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 Ellenbogen und bleib mit dem Blick dort, bis du an die Ferse gehst. Die Hüfte nach vorne, das Brustbein nach oben, die Hand, die Hand, die Hand, Ellenbogen, zieh dich mit dem Ellenbogen. Andere Seite. In okay, so. Jetzt das Ganze, die Knie nach innen, an die Fersen, Knie nach innen. Knie nach innen, an die Ferse. Das Brustbein, schön die Knie. Hand nach hinten. Ellenbogen locker lassen. Knie, andere Hand. Brustbein, die andere. Nach hinten. Und ziehen. Jetzt absetzen. Die Hüfte. Setz den Fuß auf. Ich möchte jetzt an dieser Hüfte dran. Und ja, du kippst dein Schambein nach oben oder dein Beckenkamm nach hinten und versuchst nach vorne zu gehen, kippst, du merkst diesen Zug, du ziehst die Ferse ran und ziehst am Hüftbeuger quasi. Das Knie zieht wieder nach vorne, die Ferse zieht nach hinten und das Knie kann ruhig über die Zehen gehen, nicht wie es oft direkt mit dem Knie über der Ferse sein soll, sondern dass du das wirklich auch weiter als 90 Grad Winkel, eigentlich nichts. Die Asiaten, die viel auch in einem tiefen Sitz sitzen, achte, gehen tiefer, sind viel mobiler, was das untere Sitzen auf den Füßen angeht. Das Sitzen auf dem Stuhl ist halt auch mit 90 Grad Winkel, aber nur immer schön hier das Knie nach vorne, das Becken und mehr reinsinken, die Zehen ranziehen und locker lassen und zurück. Und dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite. Ja, also ne, das Becken, das Knie schiebt nach vorne, das nach vorne und das andere geht nach vorne, aber nur so weit, wie du spüren kannst, okay, jetzt kann ich noch mit dem Becken halten, das Knie zieht, das Becken schiebt nach vorne und du ziehst die Ferse ran und das Ganze kann auch hier sein und du kannst, es kann so aussehen, dass du das hier machst, so wie wir das schon mal in anderer Form gemacht haben, aber es geht einfach darum, den Hüftbeuger zu mobilisieren, den Fußraum, das Knie nach vorne, das Becken aus dem Hohlkreuz und das merkst, dein Hüftbeuger muss arbeiten und nicht loslassen, also nicht sich da reinsinken lassen, sondern aktiv bleiben. Aktiv bleiben, Knie nach vorne, Hüfte, Fuß ran, atmen. Atmen und ziehen.
gerade gemacht habe. Schambein nach oben, Hüfte, die Hände. So, jetzt drückst du mit den Händen in die Zehen. Nimmst dein Brustbein nach oben. Schultern gehen weg von den Ohren. Und den Nacken nach hinten, den Hals nach vorne, die Schultern. Diese Bewegung, so. Und jetzt geh mit dem Nacken nach hinten, klapp den Kopf nach hinten, heb das Brustbein und nimm die Knie zusammen und jetzt zieh dich von den Oberschenkeln nach vorne und halte dich hier hinten fest. Brustbein nach oben, Knie zusammen, festhalten an den Füßen, ziehen. Du ziehst dich nach vorne und hältst dich nur hier fest. Brustbein, Knie, Becken, nicht im unteren Rücken, festhalten mit den Fingern, atmen, den Nacken nach hinten, den Hals, du merkst die Spannung, vielleicht auch im Brustkorb. Und der Kopf bleibt und du kommst von hier, vom Brustbein. Lass den Zug vom Brustbein nach vorne und den Kopf, die Schultern zum Sitzen kommen, vielleicht mit aufgestellten, vielleicht mit geraden Füßen, locker lassen. Danke. Viel Spaß.